Panam, ich habe Saul gefunden, glaube ich. Im Keller. Wie geht's ihm? Schwer zu sagen. Zu dunkel. Okay, geh runter und hol ihn. Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig. Ein Scharfschütze im Turm. Treffer versenkt!
siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle. Und das wär's für uns. Und hättet ihr mich da nicht raus? Komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du uns an Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Hast du gut geschlafen? Gute Arbeit, wie? Alte Schule war das. Bei Saul alles okay? Riss im Schädel, 6 gebrochene Rippen, Nieren verletzt. Aber er kommandiert schon wieder alle rum. Und du? Ich sag dir eins. Nächstes Mal such ich das Motel aus. Wenn's ein nächstes Mal gibt. Also, ich hab wie ein Baby geschlafen. Gemütliche Schulter hast du da. Echt schade, dass ich gleich los muss. Moment. Ich dachte, du willst zurück zu den Aldecaldos. Beim Clan bleiben. Ist auch so. Komm. Saul redet gern mal Blödsinn. So ist er halt. Aber eins muss ich ihm lassen. Die Wraiths... Der Überfall. Das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager und ich... Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldecaldos dran. Ich werde Informationen sammeln. Eins noch. Deine Belohnung. Behandle sie gut. Hat mich lange begleitet. Sie ist in guten Händen, Panam. Ich weiß. Also, danke. Wieder einmal. Pass auf dich auf. Du auch, Panam. Und denk dran, ich schulde dir was. Okay, zurück nach Night City, wie? Hab die Schnauze voll von diesem Kaff.